Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Super Mario 74 Extreme Edition. Es geht tief in den Vulkan hinein, in den tiefroten Untiefen. Und ich habe euch ja gesagt in der letzten Folge, warum die 493 stehen bleibt. Das ist ganz simpel, weil so viele Pokémon gibt es in der vierten Generation der Pokémon-Spiele. Und die vierte Generation ist die beste Generation, die es gibt. Aus diesem Grund langfackeln wir gar nicht lang rum, sondern springen hier hoch. Oder wieder runter, weil das da oben ist eigentlich gar nicht Stern 4. Sondern da hinten ist Stern 4. Ah, okay, ein Münzring, das ist immer gut. Hier ist Stern 4 tief im Vulkan. Und es ist tief im Vulkan, innen drin. Denn hier ist es heiß, ja lustig. Gut. Wow, sogar ohne Saves zu laden. Das gefällt mir. Und wo ist der Warp? Da ist er. Artistische Münzsuche. Stell ich mal noch hinten an. Denn ich bin auch noch so am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht danach ja, Dingenskirchen, ob ich danach vielleicht lieber auf den Bowser-Kursangriff nehme. Halt auch Safe Stateless, was ist da los? So's. Es ist auf jeden Fall schwierig, die zu holen, aber... Na komm, wir können es ja mal versuchen. Oder vielleicht mache ich die auch getrennt. Eigentlich schön blöd, weil der Goomba hätte sich jetzt angeboten, die exakt 100. Münze zu werden. Okay, hör mal auf, hier rumzuknabbern, blöde, fette Pflanze. La 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 la. Und auf dem Holzkonstrukt. Auf dem Holzkonstrukt da drüben, wo sich ja die meisten roten Münzen auch befinden. Da geht es auch nicht gerade mit fairen Mitteln zu. Das, so viel sei euch schon mal verraten. Alleine das, was da an blauen Münzen existiert. Und ich springe hier einfach viel zu blöd in die Ecken rein. Aber damit müssen wir leider leben. Denn ich habe gesagt, ich tue mir diese Schose hier an. Ja. Karma! Ich muss bloß schauen, ob da hinten... beim, ersten Stern... überhaupt noch, Dingenskirchen sind. Ob da hinten Münzen sind. Aber so finde ich das nicht heraus. Ugh. Okay, gleich hier drauf. Und hier hoch. Nö, schaut nicht danach aus. Lass mich einfach bloß da drüben wieder landen. Hätte ich vielleicht doch noch mal saven sollen. Ja, okay, dann lande wenigstens irgendwo.
wo es nicht brennt. Blauer Münzscheiter? Nein? Schade. Okay, komm. So, dann hier die blauen. Na, so, dann bitte auch wieder nicht. Ach, come on, dude. Okay. So funktioniert das. Vielleicht unter Umständen. Also... Hallo, warum ist er jetzt nicht gescheit gesprungen? Ist er an der Kante kleben geblieben oder was? Alles klar, Digga! Och, Mano. Ach, Mano. Tu mir das nicht an. Oder anscheinend... Doch. Ah. Ey, na, warum springt der denn nicht so gescheit? Ey, wieso springst du nicht? Oh Mann. Mann. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das reichen könnte. Ich muss mal schnell nachschauen. Aber ich hatte da doch eine Seite, wo sämtliche Kurse mit Münzanzahlen aufgelistet waren. 130 gibt es hier. Alter, ich hätte dann... Also hätte ich danach genau alle gesammelt, hätte ich 110. Aber ich möchte dann doch lieber Minimum 4 Stück haben. Von denen, wie viel waren es? 6 Stück? Ach, YOLO. Ist ja auch... 3 von 6 Münzen geht eigentlich. Bei maximal 100. Ach komm. Bro, Dude.
Okay. Okay, Lidokeli. Das gibt's doch nicht. Okay, probieren wir es mal auf die Weise, ob hier drin vielleicht irgendwas. Okay, hier gibt es Münzen. Münzen sind nie verkehrt. Versuchen wir es doch mal so. Nee. Nee, so auch nicht. Mein Gott. Hoch da. Rauf auf die Plattform. Na. Ach, da ist ein Herz. Das habe ich ja komplett vergessen. Okay. Einmal hier drauf. So, auf die Plattform und dann darüber. Okay, lande auf dem Block. Wunderbar. So, wo bin ich jetzt? Also, ob ich mir jetzt damit einen Gefallen getan habe, das wage ich aber mal schwer zu bezweifeln. Ah.
Ach, Mano. Also, ich glaube, ich muss doch wieder in Pig State laden. Einmal. Also wenn es hier drin eine Metallkappe geben würde, wäre das auch sehr nett gewesen. Aber anscheinend bleibt einem dieses Ding hier doch lieber verwehrt. Okay, noch einmal hier drauf. Und ob der Sprung jetzt auch so klug war, sei mal dahingestellt. Komm, darüber zum Herz. Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Oder will ich nochmal da runter? Okay, ich will... Na, nee, das ist nicht hoch genug. Komm, hoch da. Das gibt's doch nicht. Eins. Ah! Einmal, zweimal, dreimal. Oh, nicht zusätzlich an die Lavawand hauen. Ja, das reicht mal wieder nicht. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? 20 Minuten. Oh, ja. Ja, komm. Ja! So, und jetzt holen wir uns mal ein bisschen Energie zurück. Denn hier drin ist ein Achterring.
Den möchte ich komplett haben. Gut. Ah, ich glaube, ich fange doch noch mal lieber von unten an. Rüber da. Hoch, 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 hoch. Scheißegal, wohin. Hauptsache an den Anfang. Ja, genau. Okay, hat leider nicht so ganz geklappt. Aber ich habe immerhin 71 Münzen und selbst wenn das dann in die Hose gehen sollte, kann ich ja noch immerhin... Oh, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Und zwar, dass ich mich da runterfallen lasse. Okay, und dann ab wieder nach da oben. Okay, rüber, hoch, scheißegal wie. Hauptsache nur wieder zurück. Ja, so auch nicht. Okay, okay, immer ruhig bleiben. Concentration, Sir. Denn in Sachen Konzentration bin ich ein totaler Versager. Deswegen ich sage, ich muss mich konzentrieren. So, zack, zack, zack. Nee. Ich warte nochmal. Hu, hu. Na, nee. Rauf da, rauf und... Gut, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, was mache ich denn da jetzt?